meine Lieben. Ja, heute mache ich endlich meine Review zu dem dritten Attack on Titan Film. Und zwar Gebrüll des Erwachens. Ja, der war ja letztes Jahr im Kino und im Februar ist, glaube ich, war es, ist er ja dann endlich auf DVD erschienen. Oder im März, ich weiß es schon gar nicht, nicht mehr. Auf jeden Fall komme ich heute endlich dazu, die Review zu diesem tollen, tollen Film zu machen. Bevor jetzt wieder viele fragen, was es jetzt genau für ein Film ist. Also dieser Film handelt über die zweite Staffel und tut wie die zwei bisherigen Filmteile so ein bisschen die wichtigsten Sachen eben zeigen und das Ganze halt ein bisschen so im Filmdesign. Also es gibt auch ein paar Zusatzszenen. Und ja, das sind einfach so die, wenn die Extras, man bekommt Zusatzszenen, die jetzt so in der normalen Staffel nicht zu sehen sind. Du warst ja bei den ersten beiden Teilen, die jeweils die erste und zweite Hälfte der ersten Staffel eben zeigen, auch so. Und bei dem ist jetzt eben genauso, dass man hier auch ein paar Zusatzszenen bekommt und einfach, dass so die zweite Staffel zusammengefasst ist. Und ja, also das hier ist das Cover. Schon mal sehr, sehr episch. Ne, also hier sieht man wirklich so die bekanntesten Charaktere, also hier Berthold, Rainer Berthold, Emir, Christa, Sascha, Erwin, Conny, dann haben wir hier noch Sean, Mikasa, Erin, Armin, Levi und Hanji. Und hier haben wir dann eben noch das Logo Attack on Titan und eben Teil 3 Gebrüll des Erwachens. Das Ganze kommt natürlich hier von Garcet und ich finde das Cover an sich schon wirklich sehr, sehr geil. Ja, hier auf der Seite haben wir nochmal das Ganze, also hier nochmal Attack on Titan, Teil 3 Gebrüll des Erwachens, Garcet Anime. Und hier auf der Rückseite in einem schönen Mauerhintergrund haben wir nochmal hier Attack on Titan, Teil 3 Gebrüll des Erwachens. Dann könnt ihr euch gerne hier mal auf Stopp drücken und euch das Ganze durchlesen. Hier haben wir noch ein paar Bildchen aus den Filmen. Und hier steht nochmal, wir sind die Jäger. Und hier steht es ja auch, ne, extra packen zusammengefasst. Dieser dritte Movie vereint alle Highlights von Staffel 2 des Anime-Mega-Hits. Ja, dann natürlich noch Sprache, Untertitel, Laufzeit, Format, Sound und Extras. Da gibt es ein Poster, natürlich noch die ganzen Copyrights. Und ja, ich habe hier jetzt die normale DVD-Version, wie bei meinen bisherigen Versionen auch. Und ja, da haben wir hier einmal das Poster, das zeige ich euch gleich. Das hier ist die DVD, sieht man hier ganz leicht, die Flügel der Freiheit. Hier noch mit Attack on Titan, Teil 3, Gebrüll des Erwachens. Und ja, ansonsten, also es ist halt, wie gesagt, die stinknormale DVD-Version, also da ist jetzt nichts groß extra. Aber als Extra gibt es hier eben noch ein Poster, was eben das Cover des Films beinhaltet. Ne, also so schaut es aus. So, ne, also es sieht man, das ist eben das Cover des Filmes. Und ja. Also das gab es eben als Extra dazu. Und ja. Ja, meine Lieben, das war eigentlich auch schon meine kurz und bündige Review zu meiner DVD von Attack on Titan, Gebrüll des Erwachens. Also ich kann den Film trotzdem jedem nur empfehlen. Klar, man kennt schon die zweite Staffel, allein schon vielleicht auch als Anime-Fan kennt man das sehr gut. Aber ich finde es halt trotzdem schön, weil gerade dadurch, dass halt die zweite Staffel immer noch nicht auf DVD jetzt rausgekommen ist. Ja, ich hoffe, Garcet tut jetzt endlich da langsam mal endlich mal Feuer unterm Hintern denen machen und endlich mal hier die zweite Staffel auf DVD rausbringen. Und ja, dann hoffe ich, euch hat diese Review gefallen. Also wie gesagt, ich kann es trotzdem jedem nur empfehlen. Diesen Film gibt es natürlich in verschiedenen Variationen. Es gibt die Metall- So wie diese Future Packs von Digimon, ne, kann man da auch kaufen. Und da ist noch, glaube ich, so ein Booklet dabei und was weiß ich nicht alles. Aber mir reicht völlig die normale Version. Man hat hier dann noch ein schönes Poster dabei. Das werde ich dann auch noch gleich aufhängen, weil das habe ich jetzt immer noch in der Hülle gelassen für meine Review. Und ja, dann hoffe ich, euch hat diese Review gefallen. Und Leute, nicht vergessen, noch eine kurze Info. Ich werde ja jetzt am Samstag, also heute hat ja die LBM angefangen, die MCC. Und ich werde am Samstag vor Ort sein, werde natürlich viele Bilder, viele Videomaterial machen. Und ich weiß aber nicht genau, wann ich dann die
ja, weil ich dann eben das LBM-Video raushaue, wahrscheinlich dann im Laufe der nächsten Woche. Und wie ich dann eben Zeit habe, werde ich dann natürlich das Video bearbeiten und dann eben auch hochladen und natürlich auch noch meine Ausbeute zeigen. Und ja, freut euch da auf jeden Fall drauf. Und ja, nur so noch als kleine Info am Rande. Ja, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Was dann wahrscheinlich, denke ich mal, dann mein LBM-Video sein wird. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao, meine Lieben.